Das Kambodscha meines Vaters kannte ich nur aus Gewächshäusern in botanischen Gärten. Über seine Heimat sprach mein Vater nicht. In der Stille der Nacht wälzte er sich von einer Seite zur anderen. Verloren in düsteren Gedanken. Wie war es dazu gekommen, dass er nach dem reibungslos und vielversprechenden Aufstieg so erbärmlich strandete? Er versuchte sich an die schöne Zeit in seiner Jugend zu erinnern. Nicht ohne gewisse Wehmut murmelte er in der Stille der Nacht: Magnolie, du warst so zart und so süß.